Liebe Freunde der Aviatik, herzlich willkommen bei meinem Kanal von Aviation Market. Ich führe ein Modellflugzeuggeschäft hier in Bülach, ganz in der Nähe des Flughafens Zürich. Und mit diesem Kanal möchte ich euch die neuesten Modelle vorstellen, die bei mir eingetroffen sind. Wie ich das auch schon so oft in anderen Videos erzählt habe, sind manchmal auch Raritäten mit dabei oder Modelle, die ich schon länger habe, wo ich aber noch nicht dazu gekommen bin, diese vorzustellen, dass ich so dann nachholen möchte. Ihr könnt euch auch Modelle wünschen, die ich vorstellen soll. Dieses hier, das ich jetzt vor mir habe, ist so ein Wunsch von euch. Ich hätte es sowieso noch vorstellen wollen, allerdings hätte ich noch gewartet, bis die nächste Serie herauskommt. Allerdings kann das sehr lange dauern bei Caliber Wings, das ist der Hersteller hier. Und da es jetzt explizit von euch gewünscht worden ist, ziehe ich es gerne vor und zeige euch die Vor- und Nachteile dieses Artikels. Ich werde im ersten Teil des Videos über den Hersteller sprechen ein wenig. Ich habe allerdings auch schon andere Modelle von diesem Hersteller vorgestellt, deshalb werde ich mich ein bisschen kürzer halten. Im zweiten Teil werde ich auf das Modell eingehen, das wirklich erwähnenswert ist, das ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird. Und im dritten Teil dann die Hintergrundgeschichte dieses Flugzeugs, welches auch sehr erwähnenswert ist. Ich versuche mich kurz zu fassen, damit das Video nicht allzu lange wird. Aber ihr seht unten in der Leiste, könnt ihr auswählen, welche Themen euch interessieren und dann dorthin springen. Gut, als zuallererster Hersteller, das ist Caliber Wings. Caliber Wings ist ein Hersteller, der vor allem Flugzeuge im Maßstab 1 zu 72 produziert, oder nein, nicht vor allem, bis jetzt nur 1 zu 72 produziert hat und sehr wenige Modelle im Sortiment hat. Also sie haben mit der F-14 Tomcat begonnen. Sie hatten dann noch ein fiktives Modell aus einer Manga-Serie hergestellt, das vor allem in Japan große Beliebtheit hat. Hier in Europa verkauft es sich sehr schlecht, weil es auch nicht so bekannt ist. Und danach haben sie die Su-24 gemacht, genau. Und nach der Su-24 kam dann hier die F-16, dieses Modell. Sie hatten dann die Su-22 mit der Produktion begonnen. Allerdings gab es da irgendwelche Schwierigkeiten. Ich kenne die Geschichte nicht im Detail. Auf jeden Fall hatten sie das Projekt verworfen, leider. Aber Chase Wings hat die Form aufgekauft oder einfach genommen. Ich weiß es nicht, was da gelaufen ist. Auf jeden Fall Chase Wings wird diese Su-22 jetzt auf den Markt bringen. Und der erste Prototyp ist, das erste Modell, jetzt ist es gegangen, Entschuldigung, ist bereits angekündigt und ist vorbestellbar. Caliber Wings ist dadurch sehr aufgefallen über den extrem hohen Detailgrad, die Modelle haben. Also das ist wirklich schon fast perfekt. Wenn man ein Modellbauer ist und dieses Niveau erreicht mit den Flugzeugmodellen, das so herstellen kann, dann Hut ab, dann ist man ein wirklich sehr großer Künstler. Und diese Modelle hier, die sind vom Detailgrad her so fein und so extrem aufgebaut, das kann man eigentlich nicht mehr toppen, das ist fast nicht mehr möglich. Man kommt hier wirklich auch physikalisch an die Grenzen, weil das Modell, was man damit alles machen kann, wenn man nicht, man kann es fast komplett zerlegen, das sind alles Einzelteile und das, je mehr das man zerlegen kann, desto heikler wird es auch wegen Abbrechen oder es hält nicht richtig. Ich werde euch das alles zeigen, aber es ist wirklich sehr grenzwertig und man braucht dicke Nerven, um das Flugzeug aufzustellen und zusammenzubauen. Und das Problem ist, wenn man Klebstoff verwendet, damit es dann auch wirklich hält, dann kann man es dann auch nicht mehr in die Box legen. Oder man muss es abbrechen und das ist ein Problem. Das Modell verliert natürlich auch an Wert und man wird es nicht mehr wiederverkaufen können oder sehr, sehr, sehr viel günstiger. Und das sind so ein bisschen die Kehrseiten. Aber wenn das Modell aufgestellt ist, dann gibt es wirklich nichts Besseres im Moment vom Detailgrad her. Das ist unglaublich. Caliber Wings hatte ein paar Schwierigkeiten gehabt. Sie haben da eine Schlammschlacht ausgeführt, auch gegenüber den Kunden sogar auf Facebook. Es war ziemlich hässlich. Und es war dann eine Zeit lang nicht mehr klar, ob sie überhaupt noch Flugzeugmodelle herstellen werden. Es sieht so aus, als hätten sie die Kurve gekratzt unterdessen. Und sie haben aber den Namen geändert. Sie heißen offiziell nicht mehr Caliber Wings, sondern Raymon Model. Genau, hier steht's. Ich werde eben noch von Caliber Wings sprechen. Es ist bei mir noch nicht ins Hirn groß hin vorgedrungen, dass der Name geändert hat. Und ich spreche einfach von Caliber Wings. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Genau. Über Caliber Wings hatte ich gesprochen, was die Hintergrundgeschichte davon ist ein wenig und was sie herstellen und wie sie es vor allem herstellen. Genau, ich habe ja die Su-24 für ihn bereits vorgestellt und ihr könnt das Video auch gerne anschauen. Und dort seht ihr auch den Detailgrad der Su-24, ist enorm. Und mit der F-16 hier haben sie es noch einmal getoppt. Das ist wirklich unglaublich. Also,
von vornherein weggenommen, wenn ich das Flugzeug in die Finger nehme, kann es sein, dass das eine oder andere abfällt. Ich habe auch lange nicht alles montiert, weil es so filigran ist. Und ich werde auch den Versuch nicht unternehmen, das Ganze zu montieren, weil sonst würde das Video unendlich lang werden. Also, ich werde euch das Flugzeug jetzt einmal kurz im Detail zeigen. Ihr seht die F-16, das ist eines der meistgebauten Kampfflugzeuge der Amerikaner, zumindest in der Neuzeit, und wird von extrem vielen Luftwaffen geflogen. Also ob jetzt das USA ist oder in Europa, in Asien wird sie auch geflogen, also es ist sehr weit verbreitet, aber vor allem in den NATO-Staaten. Und wenn ich jetzt das Modell euch so zeige, wenn ihr jetzt die Gravuren anschaut, dieses Flugzeugs, schon nur das finde ich einfach sensationell gemacht. Sie sind nicht zu dick aufgetragen, also es sind nicht zu große Gravuren, es sieht sehr realistisch aus, aber sie sind alle da. Und wenn man zum Beispiel auf dem Rumpfrücken die Panels anschaut, ich hoffe, man sieht es ein wenig, dann sind die einzelnen Nieten sind darauf eingraviert. Also man sieht wirklich alles. Man sieht hier die Deckel, hier ist die Betankungsstütze und hier sieht man die Deckel. Ich glaube, es sind Wartungszugänge und hier in jedem Deckel seht ihr die einzelnen Nieten. Und die sind sensationell gemacht. Auch die Lackierung. Es ist nicht Hochglanz oder Zuckerguss, es ist auch nicht Seidenmatt. Es sieht wirklich aus, wie ein Kampfflugzeug aussehen muss. Von der Lackierung her ist es nicht so besonders, es ist eine graue Maus, aber es ist eine Einsatzmaschine, die übrigens im Golfkrieg geflogen war und auch eine irakische, ich weiß nicht mehr was, abgeschossen hat, also sie hat einen Abschuss zu vermelden. Und deshalb ist es vom historischen Aspekt her, ist dieses Modell sehr interessant, finde ich. Es ist ein Doppelsitzer, ist eine D-Version, wie ihr seht. Und ich zeige es euch auch noch von hinten, ihr seht das Flugzeug. Hier seht ihr die Nachbrennerkammer. Ebenfalls sehr detailliert. Ihr seht auch, innen ist es weiß, die Keramik. Wenn ein Triebwerk, das Triebwerk auslässt, ist mit Keramikplatten ausgekleidet, weil das die Hitze am besten widerstehen kann. Und wenn die Triebwerke neu sind, dann sind die weiß. Meistens sehen sie eher dunkelgrau oder schwarz aus. Das ist wegen dem Ruß, wenn das Triebwerk eben schon älter ist. Aber wenn es ein neues Triebwerk beim Flugzeug ist, das werdet ihr sehen, wenn ihr auch Videos anschaut, dann sind die, vor allem bei den Prototypen, seht ihr das gut, und ein neues Triebwerk verwendet wurde, dann ist es innen drin weiß. Ganz zu hinterst seht ihr den Nachbrenner, ist ebenfalls nachempfunden. Das Cockpit bei der D-Version sieht ein bisschen speziell aus, da die F-16 ein kleines Flugzeug ist, ist es ein Doppelsitzer, ja, relativ speziell, das ist ein bisschen aufgesetzt, mir gefällt es nicht, ich finde die einsitzige Version wesentlich schöner. Von vorne sieht sie ebenfalls aus, wie ein F-16 aussehen muss, ihr seht den Lufteinlass, das Fahrwerk, und den Landring, den Zielbehälter hier, für die lasergelenkten Bomben oder zum Ziele markieren, was auch immer. Auch das Cockpit sieht sehr gut aus. Die Sicht bei der F-16 ist einfach hervorragend, da wurde sehr viel Wert drauf gelegt. Der Pilot sitzt in einer richtigen Glasblase und hat so eine 360-Grad-Sicht, die fast überall ungestört ist, mit der Ausnahme des Bügels, vom Übergang vom Einsitz zum vom Piloten zum Co-Piloten. Genau. Was fehlt, das ist euch bestimmt aufgefallen, das ist das Höhenruder. Das fehlt nicht, das liegt hierbei in der Box. Das haben wir hier und das kann eingesetzt werden. Ihr seht hier den Stift und ich mache es jetzt nicht, weil hier hinten ist ein Gummiring und wenn man das Höhenruder einsetzt, dann klemmt der Gummiring das Höhenruder ein. Man kann es auch in der Position verstellen, wie man es haben möchte. Aber je mehr ich es hereindrücke und wieder herausziehe und wieder einsetze und wieder rausziehe, desto mehr leiert diese Gummidichtung aus und geht mit der Zeit vermutlich auch kaputt. Und das will ich nicht riskieren, deshalb setze ich es gar nicht erst ein. Aber ihr wisst alle, wie ein Höhenruder aussieht. Hier ist es. Sonst könnt ihr auch ein Bild von einer F-16 anschauen. Dann seht ihr es auch. Ich werde es hier nicht einsetzen. So. Also das Modell selbst ist sehr schön gemacht. Vom Detailgrad her, wie ich euch gezeigt habe, der Preis ist fast doppelt so hoch wie der von Hobbymaster. Und das ist wirklich extrem. Hobbymaster macht ebenfalls F-16, sehr schöne, sind aber mit diesem Modell nicht zu vergleichen. Wenn man ein Flugzeug jetzt ausstellen will in der Vitrine und es so ausstellen will, wie wenn es auf dem Standplatz steht oder in der Luft im Einsatz ist oder ich weiß nicht, einfach ganz normal, dann würde ich euch nicht unbedingt empfehlen, diese F-16 hier zu kaufen, weil das viel zu detailliert und wertvoll ist.
Und da kommen die einzelnen Features gar nicht zur Geltung, wenn man das Flugzeug so ausstellen würde. Und ich erkläre jetzt euch, weshalb. Denn diese F-16, die kann man fast komplett zerlegen. Man kann hier als erstes kann man das Radom öffnen. Hier die Nase. Und jetzt seht ihr hier das Millimeterwellenradar. Das ist perfekt nachgebildet. Also man kann das mit offenem Radom darstellen. Dann hat es hier in der Box ein zweites Radom. Und das kann man, jetzt muss ich aufpassen, hier so einsetzen. Und dann kann man das Flugzeug mit geöffnetem Radom ausstellen. Ich meine, wie cool ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Dann das Cockpit lässt sich selbstverständlich öffnen. Das kann man auch bei den Hobbymaster-Modellen. Das ist jetzt nicht so etwas Besonderes. Aber das Cockpit, ja, genau. Hier kommen wir jetzt zu den ersten Schwierigkeiten. Das Cockpit selbst ist, hältst du wohl oder nicht, ist extrem detailliert. Ich hoffe, man sieht ein wenig in das Cockpit herein. Also es ist alles integriert. Man sieht die Displays, man sieht den Side-Stick. Der F-16 war eines der ersten Kampfflugzeuge, die einen Side-Stick hatten, nicht einen Steuerknüppel in der Mitte, sondern auf der Seite. Nicht ein Joystick, das ist kein Computerspiel hier, sondern ein Flugzeug. Und die Schubhebel sind ebenfalls dargestellt, sehen sehr gut aus. Was natürlich das Flugzeug haben muss, wenn es schon ein Kampfjet ist, wenn man das Cockpit öffnen kann, man kann auch die Piloten einsetzen. Und die Piloten für Caliberingsverhältnisse wieder hervorragend gelungen, vom Detailgrad. Ich weiß, die Kamera steht nicht unbedingt scharf, aber sie sind extrem fein. Und ihr seht, dieser Pilot hat sogar den Kopf beigedreht. Er schaut nach links, über die Schulter hinweg. Und der Hammer ist, der zweite Pilot, der schaut geradeaus. Das sind zwei verschiedene Figuren in verschiedenen Positionen. Das ist nicht eine Massenproduktion, wie Hobbymaster das macht und in jedem Flugzeug dasselbe Figürchen einsetzt, nur manchmal ist es ein grauen Helm oder einen weißen. Ganz selten haben sie auch einen gelben Helm, bei den Jolly Roger Topcats zum Beispiel. Aber es sind immer dieselben Figuren und hier haben sie wirklich die F-16-Piloten mit der F-16-Ausrüstung dargestellt. F-14-Piloten sehen anders aus bei Caliber Wings und die Su-24-Piloten sowieso. Also es ist unglaublich, der Detailgrad. Dann kann man weiter. Was typisch ist für die F-16 hat hier hinten Spreizklappen, Bremsklappen, die sieht man so fast nicht, wenn sie zu sind, aber man kann diese wegnehmen. Halten gut, genau. Ihr seht, ich habe sie jetzt hier weggenommen, hier ist die Klappe und ihr könnt hier die Spreizklappe geöffnet darstellen. Ihr seht es hier, ausgefahren. Und ich setze jetzt ein, ich hoffe, sie hält. Und genau das ist das Problem. Je mehr Funktionen das man hat, desto schwieriger ist es, etwas zu montieren oder demontieren. Ja. Ja, hält. Und dann sieht das so aus. Und finde ich klasse, wirklich. Ist echt cool. Genau, dann haben wir natürlich noch eine Leiter, die man beim Cockpit ansetzen kann. Wenn das Cockpit offen ist, die kann man hier anstellen. Wenn man das Flugzeug abgestellt darstellen möchte, auf dem Flugfeld. Und wir haben, was Caliber Wings schon bei anderen Modellen auch gemacht hat, wir haben zwei Nachbrenner. Das hier ist der Nachbrenner offen. Ihr seht es. Und das hier ist der Nachbrenner geschlossen. Könnt ihr so ausstellen, wie ihr wollt und könnt es hier hinten montieren. Auch da, diese Option steht euch offen. Dann haben wir auch die Bewaffnung. Ihr könnt an den Flügelenden die MRAM montieren, hier. Die F-16 kann an den Flügelenden MRAM mitnehmen. Das würde dann so aussehen ungefähr. Es ist aber auch möglich, das Flugzeug unbewaffnet darstellen, nur mit der Startschiene, weil die ist immer dran am Flügelende. Also man kann auswählen, ob man bewaffnet fliegen möchte oder ausstellen möchte oder eben unbewaffnet und dann kommt dann hier die Startschiene ran und ihr seht, ich tue mich schon wieder sehr schwer, das Ding zu montieren und sonst lasse ich es eben bleiben. Ja, doch, jetzt ist, genau. Und dann sieht es so aus. Und das muss man dran machen. Ein F-16 ohne Startschiene gibt es, soweit ich weiß, zumindest nicht. Genau.
Dann haben wir für unter der Tragfläche die Sidewinder, die Infrarotlenkwaffe, Luft-Luft-Lenkwaffe. Die ist hier mit dabei. Dann haben wir hier die Maverick. Das ist eine Luft-Boden-Lenkwaffe. Das sind TV-Sensor, es gibt es mit Infrarot-Sensor. Und ich bin nichts, nein, Radar glaube ich nicht, aber Infrarot für Nachteinsätze und TV gelenkt für Tageseinsätze. Ist eine panzerbrechende Waffe. Dann haben wir natürlich noch den großen Zusatztank. Für beide Tragflächen kann man mitnehmen und einen Center-Tank, den man unten einsetzen kann. Ja, das Cockpit. Ja. Und dann sieht es so aus. Der ist auch mit dabei. Also ihr seht, ihr könnt die F-16 so bestücken, wie ihr das wollt, wie es euch gefällt. Das Problem ist eben, dass diese Aufhängestationen ja, sehr fein sind. Ihr seht hier die Schlitze, wo man dann die Bewaffnung montieren kann, und die sind relativ klein. Manchmal halten sie auf Anhieb sehr gut und manchmal eben nicht so besonders. Und ihr seht hier jetzt zum Beispiel, funktioniert es eben, ja, so lala, jetzt hält sie. Genau. Aber eben, wenn man das Modell dann aufstellt und auf den Tisch stellt, dann kann es wirklich sein, dass kaum ist es auf der Platte hat man es auf die Platte gelegt oder in der Vitrine macht es klack und dann liegt es wieder auf der Glasplatte. Und das ist ziemlich mühsam. Also ich hatte praktisch keine Kraft jetzt aufwenden müssen, um diese Rakete wieder zu demontieren. Und das ist die Kehrseite. Je mehr man montiert oder demontiert, desto sensibler ist das Ganze, desto schwieriger ist es auch, dass das Ganze hält. Aber wie gesagt, wenn man alles montiert hat, so wie man es haben möchte, das Modell ist klasse. Und was jetzt kommt, das ist einfach unglaublich. Das habe ich noch nie an irgendeinem Modell gesehen. Das Modell, von dem Modell hier gibt es zwei Rumpfunterseiten. Ihr seht hier, das ist das eine mit dem Fahrwerk ausgefahren. Und hier hat es noch einen zweiten Rumpfteil und hier ist das Fahrwerk eingefahren. Das heißt, ihr müsst nicht das Fahrwerk einzeln wegnehmen und die Klappen und so weiter, wie das bei anderen Herstellern, zum Beispiel Chase Wings, der Fall ist, sondern ihr könnt das ganze Rumpfunterstück demontieren, und das haben sie dann eben nochmals kombiniert. Und zwar kann man, wenn man das Ganze gelöst hat hier, kann man auch das Triebwerk, ihr seht es hier, ausbauen. Und je nachdem, was für eine F-16 ihr kauft von Caliber Wings, ist es entweder ein General Electric Triebwerk oder ein, was war das andere, Pratt & Whitney, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber sie haben zwei verschiedene Triebwerke im Sortiment. Und die sind beide, je nachdem, wer das Flugzeug gekauft hat, die griechische F-16 Block 52, die haben sie auch gemacht, die ist zum Beispiel, hat ein anderes Triebwerk. Und dann kann man das hier demontieren. Jetzt klemmt es ein wenig. Voilà. Dann seht ihr hier, das Triebwerk ist ausgebaut. Dann kann man das hier wieder montieren, den Lufteinlass. Ich hoffe, es geht jetzt relativ zügig. Nicht, damit ihr zu lange warten müsst. Dann könnt ihr das so aufstellen. Und dazu habt ihr hier diesen Anhänger, wo ihr das ganze Triebwerk drauf montieren könnt oder legen könnt. Und das sieht dann so aus. Ja, genau. Und das sieht dann so aus. Und wenn man es hier hinstellt, dann habt ihr hier einen separaten Wagen mit der F-16 voll demontiert. Und so ist es natürlich klasse, wenn man das Flugzeug so ausstellen kann mit dem Triebwerk daneben. Ist natürlich nicht mehr flugfähig so, ist für die Wartung, aber der Detailgrad, was man hier alles sieht, ist einfach sensationell. Wirklich, ich bin hin und weg gewesen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Und es funktioniert, man braucht Fingerspitzengefühl, um das Ganze zu demontieren, auch wieder zu montieren. Aber es ist machbar. Es ist machbar. Wenn man nicht so geschickte Hände hat und ein Flugzeug kaufen will, das man einfach ausstellen will, man packt es aus der Box, stellt es hin und hat Freude daran, dann ist das das falsche Modell dafür. Wenn man aber, wie ich, so Freude hat an diesen Details hat, und je mehr man auseinandernehmen kann, desto besser, je mehr man in das Flugzeug hereinsehen kann, desto besser, dann ist dieses Modell das A und das O. Also das ist wirklich unglaublich. Ich bin auch ein wenig ein Lufteinlassfetischist, das habe ich schon einmal im anderen Video gesagt.
Und wenn man hier bei dieser F-16 mit der Lampe hineinleuchtet, dann sieht man die Form des Lufteinlasses. Und ist wirklich genau so wie beim Original, also wenn man das mit Fotos vergleicht. Man sieht den Kanal, wie er nach oben geht. Und zuhinterst, auch wenn das Triebwerk eingebaut ist, sieht man die Fanblades hier. Also man sieht wirklich durch bis nach hinten, wo das Triebwerk beginnt. Und viele Modellflugzeughersteller machen den Fehler, dass sie die Fanblades viel zu weit vorne montieren, damit man sie eben sieht, wenn man in den Lufteinlauf schaut. Aber das entspricht nicht der Realität, weil die Triebwerke sind niemals zwei Drittel so groß wie das Flugzeug selbst und meistens haben die eine Länge von 3 Metern oder so und sind ganz weit hinten im Flugzeug. Das heißt, wenn man vorne am Flugzeug steht und in den Lufteinlass guckt, dann sieht man zumeist das Triebwerk nicht oder man muss mit einer Lampe hineinleuchten und sieht man ganz weit hinten die Fanblades. Und viele Hersteller machen das leider immer noch falsch, auch Hobbymaster zum Teil. Und hier ist es einfach perfekt. Es stimmt alles. Ich habe bis jetzt keinen Fehler gefunden, wenn ich sagen muss, da haben sie etwas verkackt. Entschuldigung die Aussprache, aber das Modell ist wirklich perfekt. Habe ich euch alles gezeigt, ich habe es noch nicht ausgemessen, da komme ich gleich dazu. Ah ja, natürlich habt ihr noch diese Plakette hier, das ist allerdings nicht so etwas Besonderes, ich hoffe, es spiegelt nicht so stark. Das haben viele Hersteller unterdessen, JC Wings hat das, Hobbymaster nicht zum Beispiel, aber wenn es wichtig ist, eine Nummer zu haben, das wievielte Modell das ist, es sind immer lizenzierte Modelle. Das ist die Nummer 696 von 700, das ist ja mit 700 von diesen F-16 produziert. Das ist Nummer 696 und ja, wenn einem das wichtig ist, dann hat man hier noch ein Zertifikat. Ich persönlich gebe nicht so viel darauf. Jetzt das Ausmessen. Dafür muss ich zuerst das Radom wieder aufsetzen, da die Nase natürlich auch mitgemessen werden muss und das Pitotrohr jetzt hoffe ich, ja, kann es schließen, genau. Also, die F-16, wie ich schon gesagt habe, ist ein relativ kleines Kampfflugzeug und hat hier eine Länge von exakt 20 cm mit dem Pitot, ja, ein bisschen mehr, 20,5 cm. Und in der Spannweite hat das Flugzeug 13,5 cm. In der Höhe ist es 7 cm hoch. Was hier nicht mit dabei ist, und das ist wirklich schade, es fehlt ein Ständer. Caliber Rings hatte, also jetzt eben Raymond Models, hatte zu Beginn bei der F-14, hatten sie einen Ständer mit beigelegt, ist ein 3-Achsen-Ständer, also mit 3 Fingern, aus durchsichtig, Kunststoff durchsichtig, und da konnte man das Flugzeug beliebig draufstellen, also es hat auch eine aufgeraute Oberfläche, da konnte man zum Beispiel 2 an den Tragflächen, 1 an der Nase, da konnte man die Position auswählen. Ich persönlich finde diese Ständer nicht so ästhetisch, sie sind recht kloppig, aber man kann mehr damit machen als bei Hobbymaster zum Beispiel, dort ist einfach ein kleiner schwarzer Kunststoffständer. Und damit haben sie aufgehört, man muss den Ständer separat kaufen. Also das ist möglich, man kann ihn bestellen, wenn man will. Ich finde, für den Preis, den Sie hier verlangen, wäre es schön gewesen, Sie hätten den Ständer mit beigelegt. Aber nichtsdestotrotz, man bekommt extrem viel F-16 für diesen Preis. Im Prinzip sind es eigentlich fast 2 Modelle in einem und dann ist der Preis eigentlich wieder gerechtfertigt. Dann sind wir wieder beim Niveau von Hobbymaster ungefähr. Also schon nur hier der Lufteinlass hier. Ihr seht es nochmals. Ihr seht hier die Form, wo die Luft dann, hier vorne genau. Hier seht ihr die Form des Lufteinlasses mit dem geschlossenen Fahrwerk, hier mit dem Ofen plus der Wagen plus das Triebwerk, die offenen Nachbrenner und die geschlossenen Nachbrenner, die wir hier haben. Das ist so extrem vielfältig, das ist einzigartig, habe ich bis jetzt noch nie so gesehen und ist natürlich auch eher für die Hardcore-Fangemeinde gedacht. Jemand, der das einfach einmal aus Spaß kaufen will und ausstellen will, würde ich davon abraten. Das Modell ist wirklich ein Liebhaberstück und extrem detailliert. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt über das Modell. Ich möchte gerne noch etwas über die Hintergrundgeschichte der F-16 erzählen. Da könnte ich selbst ein Video darüber drehen. Wie ich schon gesagt habe, das Flugzeug ist extrem weit verbreitet und dementsprechend hat es eine sehr große Geschichte. Die Geschichte selbst der F-16 fängt eigentlich schon im Vietnamkrieg an. Dort gab es sie natürlich noch nicht. Aber das Hauptrückgrat der US Air Force damals war die F-4 Phantom, die übrigens zuerst von der Navy geflogen wurde und die Air Force hat das Flugzeug übernommen.
Und die Phantom war ein Mehrzweckkampfflugzeug, das primär für den Luftkampf eingesetzt wurde, aber dann auch immer mehr in die Erdkampfrolle nicht gedrückt wurde. Das Flugzeug konnte ja auch Erdkampfmissionen ausführen. Für ein Luftkampfflugzeug, also für einen Luftüberlegenheitsjäger, hatten sie eine große Schwäche, und das war, sie hatten auf die Kanone verzichtet, weil sie damals glaubten, dass die Luft-Luftlenkwaffen unterdessen so fortgeschritten sind, dass man keine Kanone mehr benötigte. Und das war ein großer Irrtum. Es gab sehr oft die Situation, dass die Piloten in der perfekten Abschussposition waren und entweder keine Lenkwaffen mehr hatten oder sie einfach nicht trafen, die Sonne flogen oder gar nicht starteten. Da hatten sie sehr große Probleme und sehr viele eigentlich garantierte Abschüsse, wenn sie in eine Kanone gehabt hätten, gingen so flöten und die Flugzeuge konnten entkommen. Umgekehrt hatten die Nordvietnamesen neben der MiG-21 vor allem auch noch die MiG-19 im Einsatz. MiG-19 ist ein Flugzeug, das Überschall fliegen kann, allerdings nicht besonders schnell, und ist der Phantom eigentlich weit unterlegen. Aber die MiG-19 war ein Kanonenflieger. Die hatte drei Kanonen, glaube ich, 20 mm, 23, ich weiß nicht mehr genau, was für Kaliber das. Sie hatten aber sehr schwer bewaffnet, vor allem mit Kanonen, und sie war vor allem sehr wendig. Und der Luftkampf, das ist übrigens auch heute noch so, wird meistens im Unterschallbereich geführt. Die Nachbrenner braucht man vor allem, um mehr Leistung zu bekommen. Und wenn man enge Kurven fliegt, dann verlangsamt das Flugzeug, und mit den Nachbrennern hat man mehr Leistung, aber nichtsdestotrotz fliegt man eigentlich eher im Unterschallbereich. Und die MiG-19 hatten sehr erfolgreiche Luftkämpfe gehabt und hatten den Amerikanern auch das Fürchten gebracht, vor allem gegen die Thunder Chief, das war der Jagdbomber der Amerikaner, hatten sie sehr schwere Verluste beigefügt, auch bei den Phantoms. Und die Amerikaner wollten dann einen neuen Luftüberlegenheitsjäger haben. Und das Motto war bei diesem Flugzeug: No pound for air to ground. Also kein Kilogramm wird für Luftbodeneinsätze verwendet, sondern ein reiner Luftüberlegenheitsjäger, der in jeder Situation überlegen ist. Und daraus entstand dann die F-15 Eagle. Und die Air Force bestellte sehr viel davon, also ich glaube über 700 Stück mussten es gewesen sein. Und irgendwann sagten das Pentagon, die Regierung, so viel Geld haben wir nicht. Die F-15 war ein extrem teures Programm. Und das wurde gestartet, weil eben auch die Russen Fortschritte gemacht haben. Die MiG-19 gehörte schon lange zum alten Eisen. Und die Russen kamen mit einer neuen Generation von Kampfflugzeugen wie MiG-29 und Su-27, die extrem fähig waren und extrem agil waren. Und die Amerikaner brauchten ein Gegenstück. Und deshalb entwickelten sie die F-15. Und das Projekt wurde viel zu teuer. Und die Air Force realisierte dann relativ bald, dass sie nicht diese Stückzahlen produzieren können, die sie brauchten. Und dann kam die Idee, auch von der Industrie her, man könnte ja auch noch ein leichtes Kampfflugzeug entwickeln, das viel günstiger in der Herstellung ist, das auf Wendigkeit getrimmt ist, um die F-15 zu unterstützen. Das heißt, die F-15 hätte im Ernstfall oder im Luftkampf hätte sie den Luftraum mehr oder weniger gesäubert, und was überlebt hätte oder eben den F-15 entwischt wäre, das hätten dann die F-16 dann noch aufgeräumt oder das Nachfolgemodell. Und Northrop Grumman stieg dann mit der F-16 ins Rennen, dieses Flugzeug hier, die YF-16, Y steht für Prototyp. Und jetzt muss ich aufpassen, nein, Lockheed Martin war das, Entschuldigung, Lockheed Martin mit der F-16 und Northrop Grumman mit der YF-17. Und die YF-17 hat dann das Rennen verloren und wurde dann an McDonnell Douglas verkauft. Das Projekt, wenn ihr das Bild jetzt anschaut hier von der YF-17, sieht es sehr verdächtig nach einem Flugzeug aus, das ihr wahrscheinlich kennt. Das ist die FA-18, und genau darauf fußt auch der Entwurf. McDonnell Douglas hat den Entwurf gekauft, hat ihn massiv vergrößert und Navy-tauglich gemacht mit verstärktem Fahrwerk, Fanghaken, und hat das Flugzeug dann der Navy angeboten, und die haben es dann tatsächlich auch gekauft und eingesetzt, sehr erfolgreich übrigens. Und dessen gibt es auch die Super Hornet, aber das ist eine andere Geschichte. Und die YF-16 bekam dann den Zuschlag und das Flugzeug wurde dann produziert. Und zuerst war es wirklich gedacht als reiner Luftüberlegenheitsjäger oder leichter Abfangjäger, so muss man es sagen. Und sehr bald drückte man das Flugzeug aber auch in die Rolle des Erdkampfs. Man montierte zuerst Bomben, ungelenkte Bomben, dumme Bomben. Und das Flugzeug wurde immer wieder modernisiert, bekam dann auch Lenkwaffen. Und manchmal, zu gewissen Zeiten, war die F-16 sogar moderner und besser ausgestattet als die F-15 es damals war, weil das Flugzeug auch langsam in die Jahre kam. Und so wurde das Flugzeug sehr, sehr erfolgreich. Es war ziemlich wendig, es war lange nicht das wendigste Flugzeug, wie die Amerikaner das gerne verkaufen wollen. Aber im Luftkampf hatte es Zähne, es konnte gut beißen.
Und das Hervorragende im Flugzeug ist vor allem die Sicht. Im Gegensatz zu der Phantom, dort sitzen die Piloten sehr, ist das Cockpit sehr in den Rumpf integriert. Man sieht es, das Cockpit ist relativ klein, man sieht auch nicht so gut raus, hat überall Streben. Vorne ist die Scheibe gepanzert, das hat es ähnlich wie bei der Tomcat übrigens auch, hat es ein relativ kleines Sichtfenster. Und bei der F-16 wurde das komplett geändert, das Cockpithaube ist eine richtige Blase geworden. Die verjüngt sich sogar nach unten wieder ein wenig. Das heißt, der Pilot kann, wenn er nach Seite nach draußen schaut, kann er den Kopf über den Rand fast halten, wo die Cockpitscheibe aufhört, weil es wieder nach unten sich verjüngt und hat eine wirklich hervorragende Sicht, was ein großer Vorteil ist natürlich im Luftkampf. Das Flugzeug wurde sehr breit exportiert. Also, Belgien hatte es, Dänemark hatte es, die USA selbstverständlich. Italien fliegt das Flugzeug. Wer hat es alles noch? Ich müsste nachschauen, auch im arabischen Raum ist es sehr breit vertreten, das Flugzeug. Und wird nach wie vor immer noch produziert. Also man müsste vor Augen halten, die F-16 wurde in den 70er Jahren entwickelt, wie die F-18 übrigens auch. Und wurde dort schon in Serie gebaut und das Flugzeug ist jetzt noch in Produktion. Natürlich ist das Flugzeug heute nicht mehr zu vergleichen mit der damaligen Version. Von außen sehen sie noch relativ ähnlich aus. Man hat es allerdings massiv vergrößert, die Tankkapazität hat man vergrößert, man hat diese Zusatztanks montiert auf dem Rumpfrücken. Ich finde es extrem schade, das Flugzeug sieht extrem hässlich aus, weil die F-16 hat eine sehr elegante Linienführung und mit diesem Zusatztank macht es die ganze Optik zur Aber beim Flugzeug geht es schließlich nicht um Ästhetik, sondern um Zweckmäßigkeit. Und die F-16 kann wirklich unterdessen sehr große Waffen lassen, über sehr große Distanzen tragen. Und natürlich, wenn sie voll beladen ist mit drei Zusatztanken, den Zusatztank auf dem Rücken noch und dann noch zwei lasergelenkte Bomben hat, Luft-Luft-Lenkwaffen zur Selbstverteidigung, dann fliegt sich das Flugzeug wie ein Bügeleisen. Es hat nur ein Triebwerk, es ist dann sehr schwer und kann eigentlich nur geradeaus fliegen. Aber wenn das Flugzeug jetzt zum Beispiel eine Mission hat, für irgendwo im feindlichen Gebiet eine Bombe abzuwerfen und es sollte überrascht werden von einem Jagdflugzeug, dann kann sie sich den Tanks entledigen und den Bomben und dann hat sie zwei Sidewinder, zwei MRAM und sonst nichts und dann kann sie sich sehr wohl wehren. Also dann ist sie sehr kampftauglich, die F-16. Unterdessen ist sie das Hauptrückgrat der US Air Force. Es wurden, ich weiß nicht mehr, 1200 Flugzeuge hat die US Air Force im Einsatz. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, müsste ich nachschauen, aber wirklich eine riesige Stückzahl davon. Und sie wird auch für verschiedene Missionen eingesetzt. Also im Luftkampf ist eine, Erdkampf ist eine, sogar gegen Flugabwehrstellung. Das ist ganz eine spezielle Kategorie. Die Wildwiesel wurde früher von den Phantoms erledigt, dieser Job, bis im Golfkrieg noch. Und danach wurde die Phantom ausgemustert, dann hat die F-16 diesen Job übernommen. Erstaunlicherweise die einsitzige Version, weil die Phantom war ein Doppelsitzer. Und ich hätte eigentlich wetten können, dass sie dafür die F-15 verwenden, damit die F-15E, die Strike Eagle, damit sie eben einen Pilot hat, der sich nur auf das Fliegen konzentrieren muss und einen Waffensystemoffizier, der sich nur um die Bekämpfung der Flugabwehrstellung bemühen muss. So war es zumindest bei der Phantom. Weil der Job doch sehr extrem, sehr gefährlich ist. Ihr müsst euch vorstellen, die Flugabwehr wurde dafür gebaut, um Flugzeuge vom Himmel zu holen. Und diese Flugzeuge müssen die Flugabwehrstellungen ausschalten. Also es ist wirklich das Gefährlichste, was man machen kann. Und wenn man allein in diesem Flugzeug sitzt, das Flugzeug fliegen muss, den Luftraum überwachen muss und dann noch Flugabwehrstellungen bekämpfen muss, das ist eine extrem hohe Arbeitsbelastung für den Piloten, wenn man alleine ist. Denke ich mir zumindest. Aber die Air Force hat sich dafür entschieden. Wahrscheinlich spielten auch Budgetgründe mit. Ich nehme an, wenn sie mehr Geld zur Verfügung gehabt hätten, hätten sie wahrscheinlich die F-15 gewählt, aber hier ist jetzt die einsitzige F-16 gewesen. Von der F-16 gab es auch diverse weiterentwickelte Versionen, zum Beispiel die XL, das ist einer meiner Favoriten, ein wunderschönes Flugzeug, die wurde verlängert, der Rumpf, und das Hüttenruder wurde weggenommen, ähnlich wie hier. Allerdings wurde die Tragfläche komplett neu überarbeitet und die bekam einen Deltaflügel, einen sehr eleganten Deltaflügel, und damit konnte sie fast dieselbe Waffenlast mitnehmen wie die F-15E Strike Eagle. Und sie war dafür tatsächlich gedacht, als die Amerikaner die Phantom ausgemustert hatten und auch die Corsair ausmustern mussten und so weiter, die Jagdbomber, dann brauchten sie ein neues Erdkampfflugzeug. Und dann war die Idee, dass man ein bestehendes Modell, das man bereits im Einsatz hatte, umbaut für den Erdkampf. Und McDonnell Douglas stellt dann die F-15E vor.
Das Flugzeug, das kein Gramm für Luftbodeneinsätze verwendet werden sollte, wurde jetzt als Erdkämpfer angepriesen. Entschuldigung. Und Northrop Grumman, Lockheed Martin hat dann die F-16XL angepriesen. Und einer der Punkte war, dass das Flugzeug ohne Nachbrennen im Überschall fliegen kann. Und das hat dann die F-16XL tatsächlich nicht erreicht. Und das war unter anderem ein Grund, weshalb dann die Air Force sich für die F-15 entschieden hat. Nachträglich muss ich sagen, war der Entscheid sicher richtig. Die F-15 ist massiv teurer als die F-16, aber sie hat zwei Triebwerke, viel mehr Reserve, viel mehr Leistung. Daher macht es durchaus Sinn. Aber die F-16XL wäre eine günstige Alternative gewesen und einfach von der Form her, von der Tragfläche, finde ich das ein extrem eleganter Wurf und ich hätte ihn gern mehr gesehen als nur diese zwei Prototypen. Die Ironie des Ganzen ist noch, die NASA hat dann die F-16XL überarbeitet und hat eine spezielle Matte auf die Tragfläche geklebt, die ganz feine Löcher hatten, die die verwirbelte Luft absogen. Und dadurch wurde der Widerstand sehr stark reduziert und nun war die F-16XL tatsächlich Supercruise-fähig, das heißt ohne Nachbrenner im Überschall fliegen zu können. Allerdings war die Ausschreibung schon lange abgeschlossen gewesen und die F-15E war in Produktion, die Strike Eagle. Deshalb kam das zu spät. Aber sie hatten es hinbekommen, im Nachhinein dann noch. Also es ist wirklich noch spannend. Die F-16 ist unterdessen ziemlich alt. Wie gesagt, sie wird immer noch produziert. Ich glaube, Katar bekommt noch. Für Indien haben sie das Modell ebenfalls vorgeschlagen. Als Super F-16. Sie bekommen sogar eine neue Nummer, F-21, glaube ich zumindest, gehört zu haben. Aber von außen her sieht sie immer noch aus wie eine F-16. Allerdings sind die Tage schon gezählt, weil das Nachfolgemodell, das ist die F-35, die schon sehr weit verbreitet ist und auch sehr viele Diskussionen ausgelöst hat. Braucht man so ein Flugzeug? Das ist jetzt ein Flugzeug, das exportiert wird, das Stealth-Fähigkeiten hat und ist wieder eine andere Geschichte, aber das ist der Nachfolger der F-16, unter anderem. Also die F-35 löst auch noch andere Modelle ab. Aber vor allem die F-16, das ist eigentlich das Rückgrat. Genau. Ja, ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn ihr Anmerkungen habt gegenüber diesem Film, der F-16 und so weiter, Kommentare, Ergänzungen, dann schreibt es bitte in den Kommentaren. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr Fragen zu dem Modell habt, dann gebe ich auch darüber sehr gerne Auskunft. Und ja, hoffe, es war informativ für euch. Ich freue mich auf das nächste Video. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag, tragt Sorge zueinander und bis am nächsten Samstag. Auf Wiedersehen!